Servus zusammen, recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge LS22 hier bei mir auf dem Kanal. Wir stehen vor dem Fendt und ich habe heute wieder mal was Besonderes vor auf unserer wunderschönen neuen Mini-Brunn auf unserer Alpenmap. Denn ich möchte im Bereich Gras etwas Neues ausprobieren, etwas Neues machen. Ich habe aber vor langer, langer Zeit schon mal einen Mod heruntergeladen für eine ganz spezielle Geschichte. Und ihr könnt es vielleicht schon erahnen, wir werden Quaderballen machen. Und wir haben hier einen Autostack schon mal bereitgestellt. Der John Deere ist im Zulauf. Der wird nämlich jetzt ein Gerät hierher bringen zum Händler, den wir dann dafür für das Ganze brauchen. Ist so eine spezielle Geschichte, ein speziellen Mod. Aber als erstes werden wir uns hier von diesem wunderschönen Fendt trennen. Warum, zeige ich euch gleich auf jeden Fall. Bringt er uns nochmal 122.000 und weg damit, weil es war nämlich im Gebrauchtshop, gibt es hier eine Krone und die Krone braucht etwas weniger PS, macht auch 240 cm Ballen, aber das Besondere ist, und das wird uns nämlich helfen bei der Siliergeschichte oder bei den Silageballen, dass er einen Silagetank hat hier zusätzlich, die Krone, und die packen wir dazu, das Ganze kaufen wir gebraucht. Sehr schön. Und dann haben wir das hier stehen. Und mittlerweile ist auch der Kollege John Deere eingetroffen, sehe ich gerade. Ups, hier einmal drüber. Denn er hat hier ein spezielles Gerät dabei, einen Wickler. So, was ist jetzt an diesem Wickler so speziell oder Besonderes? Hier hinten diese Anhängerkupplung. Das ist ein spezieller Mod, den schauen wir uns gleich an. Aber ich möchte erstmal den jetzt hier zum Händler bringen. Und dann werden wir nämlich den Stacker, den Ballenladewagen, den werden wir jetzt hier anhängen und der wickelt und lädt eben dann in einem Zug. Dadurch werden wir dann zukünftig versuchen, auch ein bisschen geschmeidiger unterwegs zu sein. Das sollte hoffentlich jetzt hier klappen. Sehr schön, wunderbar. Und jetzt kommt ein bisschen die Auflösung, worum es hier eigentlich geht bei diesem Mod. Lasst mich mal kurz hier reinschauen und zwar... schauen wir mal hier rein bei den Großgeräten, denn früher oder später werden wir hier uns nämlich einen Big M kaufen und den gibt es natürlich als Standard und dann gibt es hier einen Mod, den Big M 450 mit Zapfwelle hat folgende Bewandtnis, ich weiß gar nicht, ob man das sieht. Nee, das ist, glaube ich, nur so, ich sage mal, virtuell. Das Besondere ist eben, dass man dann an diesen Krone direkt im Prinzip den die Ballenpresse anhängen kann. Das heißt, man kann mähen, legt die Schwad und hat dann eben gleich die Ballenpresse hinten dran, die einem die Ballen macht. Und da wird sich natürlich dann dieses Gerätchen hier wunderbar natürlich machen. Hinter dem Krone direkt mit Siliermitteltank machen wir dann zukünftig große 220 cm Quaderballen. So ist die Idee. Ich habe den jetzt noch nicht gekauft, denn wir haben im Prinzip schon gemäht. Aber ich denke, früher oder später werden wir uns eben von dem Pöttinger Mähwerk verabschieden. Denn wir müssen ja jedes Mal die Schwad danach noch legen. Und das können wir uns dann eben sparen mit diesem Selbstfahrer, hängen dann eben auch hier die Presse direkt dran und können gleich die großen Quaderballen machen und anschließend eben in dem Gespann hier in einem Durchgang wickeln und aufladen. So ist die Idee. Jetzt haben wir aber, wie gesagt, im Moment noch nicht den Krone Big M. Deswegen steigen wir hier in unseren Fendt 728 Vario. Und werden hier erstmal den Siliermitteltank auffüllen. Die Krone hat eben den Vorteil gegenüber die Fendt, wie gesagt, dass wir da einige PS weniger brauchen. Gut 10%. Und wir eben den Siliermitteltank noch dabei haben. Und das Ganze werden wir dann noch reparieren. Sehr schön. Da haben wir ja Glück, dass wir eben da noch Siliermittel rumstehen haben vom letzten Mal. So. Ach du Schande, da passt ja richtig Material rein. Ja, ich denke, da können wir die Palette auch gleich leer machen. Oh oh, jetzt ist sie leer. Wunderbar. So, mal kurz vorwärts. Dann werden wir das Ding jetzt auch gleich mal reparieren. Wird uns natürlich auch mal ein paar Euro kosten. So, Dele.
Okay. Reparieren 1700, das passt soweit. Sehr schön. Den Fendt können wir auch gleich reparieren. Das Ding hier, das Gewicht auch. Dann passt das. Sehr schön. Boah. Und dann fahren wir mit der Presse. So, jetzt überlege ich gerade, kommen wir hier raus? Nehme ich hoch zu unserem großen Grasfeld. Das müsste eigentlich klappen, oder? Dass wir den da hochschicken. Einfach hier mal drauf. Das sollte er finden. Wir springen raus und springen in unser anderes Gespann. So, wie sieht es denn da aus? Oh, da müssten wir eigentlich auch mal was reparieren. Was müssen wir denn da reparieren? Ah, das kann bestimmt sein, den Wickler. Oh ja, das wird natürlich hier ein bisschen okay. Ich bin da mal gespannt, wie wendig das ganze System ist und wie wir dann da oben eben am Berg dann auch zurechtkommen. So, dann machen wir hier auch erstmal einmal Wartung, bitte. Ja, das war zu erwarten, das ist der Wickler. Ah, der John Deere auch. Ja, auch reparieren. Der ist neu, den haben wir neu gemietet. Den haben wir jetzt noch nicht gekauft, weil wir schauen uns das Ganze jetzt erstmal an. Ja, okay. Jetzt gucken wir, dass wir hier auch rauskommen vernünftig. So, machen mal die Rundumkennleuchte an. Auf dem Wickler blinkt es. Okay. Ja, also diesen Mod hatte ich schon vor längerer Zeit heruntergeladen, kam aber noch nie dazu, den richtig anzutesten. Und in der Kombination natürlich mit dem Krone Big M, da lässt sich dann jetzt wesentlich leichter arbeiten. Und nachdem wir jetzt hier in den letzten Folgen ja wieder hier kräftig am Grasschnitt waren, habe ich mir gedacht, jetzt wird es dann doch Zeit, denn mähen und anschließend dann auch noch Schwad legen oder dann eben... Ja, mit dem Wickler nochmal separat drüber. Deswegen probieren wir das Ganze jetzt mal. Und dann müssten wir eigentlich in zwei Arbeitsgängen so ein Feld entsprechend bearbeitet haben und dann auch erledigt haben. So, ich habe jetzt natürlich gleich auch mal die PS-starken Maschinen rausgeholt. Denn wir müssen jetzt hier den Berg hoch. Und ich war auch schon oben auf dem Feld mit dem... Fendt gespannt, was mir ja optisch sehr, sehr schön gefällt. Aber ich habe dann auch gleich gemerkt, da oben ist dann doch eine Steigung und da hat der Fendt dann trotzdem ganz schön zu kämpfen, um die Presse da hochzubringen. Und deswegen bringt es auch was, wenn wir jetzt, glaube ich, hier eine Presse haben, die einfach 30 PS weniger braucht. So, der Johnny, der kommt hier einigermaßen gut hoch. Ich denke, wir müssen uns einmal überlegen, ob wir da noch einen zusätzlichen Traktor holen. Helfer C hat die Arbeit erfolgreich beendet. Stimmt, Helfer C ist unser Fendt, der da oben die Pappeln sozusagen verdichtet. Den habe ich nämlich gleich nochmal losgeschickt. Das schauen wir uns mal an. So, jetzt kommen wir hier am Parkplatz vorbei und an dem wunderschönen Aussichtsturm oder Aussichtsplattform. So, wir fahren dann auch erstmal hier rein und zwar erstmal in eine Warteposition. Dieses Gelände werden wir auch nochmal bearbeiten. Da bin ich auch noch überlegen, was wir machen. So, also, da haben wir jetzt unsere beiden Gespanne. Wir können dann nochmal schnell hochfahren und... Nee, stopp, stopp, stopp. Wir springen mal schnell zum Fendt. Ja, ihr seht, wie ich hier versuche zu verdichten. Also, das ist jetzt praktisch die dritte Reihe oder die dritte Fuhre. Natürlich kriegt man hier nicht alle Wege oder alle Spalten voll, aber ich glaube, jetzt haben wir ja jede Menge Pappeln auf dem Feld. Und es sind auch noch 10% Pappeln hier auf der Saat oder an der Legemaschine. Und... Die kriegen wir auch noch auf das Feld. Sehr schön. So. Wir haben hier irgendwo noch den Steier. Da ist er. Ja, jetzt überlege ich gerade. Ja, okay. Wir lassen den einfach laufen. Der soll hier weiter Schwarten machen. Und wir
springen jetzt hier und machen erstmal ein paar Ballen. So, Maschinen ausgeklappt. Und los geht's. Ah, stopp, mein Freund. Ah, Augenblick. Ja, doch, passt. 220 cm, da müssen wir ein bisschen aufpassen. Denn 240 kann der Wickler nicht. 220 ist hervorragend, das passt. Los geht's. Okay, 17 km/h. Und da vorne geht's jetzt ein kleines bisschen den Berg hoch. Da bin ich da mal gespannt, ob er dann in die Knie geht. So, jetzt machen wir folgendes. Augenblick. Ja, jetzt wusste ich doch, der andere läuft wieder weiß Gott wohin. Der läuft wieder den ganzen Weg zurück. Halt, stopp! Warten Sie auf mich. Nee, da machen wir das anders. Wir machen das so. Ja, wir machen das so. Wir fahren da nochmal zurück, machen die Bahn und dann können wir den Helfer wieder losschicken. Ja, das ist leider schade, dass wir zum Beispiel zum Pressen hier keinen Helfer einsetzen können. Das würde uns jetzt natürlich hier auch ganz schön helfen, hier auf dieser Map. So, wir machen das aber folgendermaßen. Wir werden von da oben der Schwad entlanglegen. Genau so. Und dann fahren wir unten lang und nehmen die Schwad, die eine mit dem Rest. Genau so. Sehr schön, wenn wir genau über der Schwad fahren, dann passt das. Ja, ist schon ein ganz schön großes Grasfeld hier. Auch eines mit der größten. Da können wir uns natürlich auch in Zukunft überlegen, ob wir hier noch was anderes machen. Wie gesagt, mit der freien Fläche, da bin ich immer noch nicht mehr ganz so schlüssig. Die Idee war eventuell hier noch einen weiteren Kuhhof bzw. einen Milchhof hier zu installieren. Aber da bin ich mir jetzt im Moment nicht ganz so sicher, ob das Sinn macht. So, jetzt fahren wir hier außen rum. Dann lassen wir den Helfer laufen. Jetzt müsste das Ganze dann wieder passen. Huch. Helfer wird blockiert. Ja, das war ich. Sehr schön. Motor an. Presse an und weiter geht's. 10. Na, komm. Naja, okay, er kommt jetzt hier einen Berg hoch, auf jeden Fall mit 10 km/h. Da bin ich vorhin nur mit 3 km/h hochgekommen. Insofern passt das. Hat er eigentlich schon einen Ballen ausgeworfen? Nee, der hat noch keinen Ballen ausgeworfen, ne? So, 7. Oje, oje. So, dann setzen wir mal hier zurück. Und jetzt müssten wir ja auf jeden Fall mit dem Siliermitteltank, der müsste ja arbeiten. 31, 29, ja, da geht ordentlich Siliermittel raus. Okay, wunderbar. Das heißt, wir steigern auch den Ertrag unserer Ballen. Das haben wir jetzt bei den anderen, die hier liegen, noch nicht. Dann fahren wir hier nochmal 1-2 Bahnen und dann gehen wir runter zu unserem Wicklergespann und dann schauen wir mal, wie das funktioniert. Ob wir hier am Berg damit zurechtkommen. Jo, der Steier macht auch seinen Job, sehr schön.
Ja, aber wie gesagt, zukünftig können wir uns das dann sparen. Da holen wir uns einen schönen Big M. 376.000 haben wir ja im Moment auf dem Konto. Und der nächste Grasschnitt wird ja erst in 3 oder 4 Monaten sein. Und bis dahin werden wir noch ein bisschen mehr haben. Vielleicht haben wir sogar Glück. Und dass uns wieder im Gebrauchtshop dann uns so ein wunderschönes Gerätchen hier anlächelt, wie zum Beispiel diese Krone-Presse. Die Big Bag. Okay. So, Augenblick. Ja, da müssen wir über die Straße. Genau, und dann noch hier. Weiter geht's. So, jetzt fahren wir da unten noch diese eine Bahn, weil wenn die nämlich weg ist, dann wird auch der Schwader kein Problem haben, der Helfer, weil sonst macht er nämlich mit Sicherheit gerade weiter und wird dann hier die anderen Schwaden zusammenlegen. Ja, da ist er sogar schon. Da vorne sehen wir schon den Steier. Und was legt er da für eine Schwad zusammen? Das dachte ich mir, der bleibt nämlich nicht stehen. Der wird jetzt dann rüberfahren. Ne, da müssen wir eingreifen. Wir müssen eingreifen, aber das passt dann soweit. Sehr schön, sehr schön. Okay, dann stellen wir den hier erstmal zur Seite. Okay, und wir haben ja jetzt eigentlich genügend Ballen. Und die Balloons sind wieder unterwegs, die Heißluftballons. So, hervorragend. Wir springen jetzt rüber zu unserem John Deere. Jetzt bin ich mal gespannt, wie wir das hinkriegen. Wenn wir das Ganze ausklappen, muss er natürlich logischerweise den... da hinter dem Baum. Ich habe jetzt schon gedacht, wo ist denn das Gespann? Ja, wie gesagt, wenn wir das Ganze dann ausklappen, muss er das natürlich ein bisschen versetzt fahren. So, wir können das Blink-Blink ausschalten. Dann schauen wir mal, wo wir dann anfangen. Ja, ich würde sagen, wir schnappen uns gleich hier den ersten Ballen, oder? Okay, also hier müssen wir jetzt erstmal in Arbeitsstellung. So, dann denke ich, müssen wir auch hier Ballenwickler aufklappen. Sehr schön. So, Dele. Und müssen wir jetzt noch irgendwas einschalten? Automatische Ablage natürlich anschalten. Das macht Sinn. Er schnappt sich doch hoffentlich den Ball. Genau. Er beginnt zu wickeln. Und die Aufnahme, die arbeitet auch. Man sieht, dass da das Förderband läuft. Er legt ab, er schnappt ihn sich und packt hervorragend. So sollte es sein. Aber wir merken auch hier, wir brauchen da doch ganz schön PS hier am Berg. So, jetzt schauen wir mal, ob wir... Ja, wir sind doch schneller. Bergab sind wir doch schneller, als dass er wickeln kann. Sehr schön. Hervorragend.
Also, das zeigt uns ja für die Zukunft. Mit diesem Mod werden wir zukünftig arbeiten und im nächsten Schnitt mit dem Big M dann unterwegs sein mit der Ballenpresse. Und das Gute ist ja, wenn wir die Ballenpresse ja dran haben, beziehungsweise mit dem Big M unterwegs sind und die Ballenpresse dran haben, das können wir eigentlich mit dem Helfer abarbeiten. Das müsste ja dann gehen. Und dann können wir eigentlich direkt mit dem Gespann hinterherfahren und die Ballen aufnehmen. Und dann sind wir deutlich zügiger, glaube ich, unterwegs, als wenn wir eben wie jetzt mit dem Pöttinger Schneidwerk, mit dem Schlepper unterwegs sind und dann halt eben anschließend noch die Schwart machen müssen und so weiter. Jo, also, das soll es für die Folge wieder mal gewesen sein. Ihr seht, das Ganze funktioniert. Und dann hat sich doch, glaube ich, die Investition in dieses Gespann und vor allen Dingen auch in diesen Wickler gelohnt für die Zukunft. Ich bedanke mich recht herzlich und wir sehen uns wieder demnächst hier auf der Neuminibrunn auf der wunderschönen Alpenmap, wenn wir ins Häckseln gehen, denn ich werde das Ackergrasfeld, was zur Ernte ansteht, häckseln. Das ist die Idee und zwar mit unserem schönen kleinen Glashäcksler. Und 4,50 Meter Arbeitsbreite, da wollen wir dann Häckselgut weitermachen für unsere BGA. So, an der Stelle sage ich Dankeschön und bis zum nächsten Mal. Tschüss, ciao, cheerio, euer Baden-Farmer.